Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode von Tipps und Tricks in Remnant from the Ashes. In dieser Episode will ich euch zeigen, wo ihr das Strahlengewehr herbekommt. Das ist das, welches wir hier gerade in den Händen halten. Und das schießt, wie es schon sagt, einen Strahl ab. Das finden wir auf dem Wüstenplaneten Yorm und müssen dazu den Boss das vergessene Portal machen. Das ist ein Portal, was man einfach aktiviert. Dann kommen ganz viele Gegner, Horden, und man muss die besiegen und dann geht es auf. Entschuldigt schon mal jetzt die schlechte im Vergleich zu meinen sonstigen Videos Qualität, weil ich den Boss leider nur im Livestream getroffen habe und das Livestream-Video nach der Veröffentlichung quasi runterladen musste und im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten, um mein Gequatsche rauszuschneiden etc. Aber egal, wir besiegen hier einfach alle Gegner, die auftauchen. Wenn es nur noch 10 sind, die übrig sind, kann man auch recht sehen, dass es nur noch 10 verbleibende Gegner sind. Jetzt nur noch 3, 2... Eins. Und dann ist das Ganze getan. Hat man den letzten Gegner getötet, öffnet sich das Portal. Man kann da reingehen. Und da sieht man schon das Strahlengewehr rumliegen. Einmal aufnehmen, ist es schon unseres. Hier im Video bekomme ich nur Altmetall dafür, weil ich es schon habe. Und dann zeige ich euch das Ganze, wie es aussieht. Denn es ist wieder keine Bosswaffe, deswegen können wir es mit Mods ausrüsten. So sieht das Ganze im Elektro-Style aus. Von Mods, die wir von den Bossen in Yaesha bekommen, verändert sich leider nicht der Strahl. Rüsten wir mal einen Käfermod aus. Mal kurz die Pistole runternehmen. So sieht es mit einer Käfermod aus. Auch hier keine Veränderung leider. Ein Mod vom Wüstenplanet. Der Strahlenschaden macht, wobei die Waffe an sich ja sowieso schon Strahlenschaden verursacht. Also doppelt gemoppelt, wenn man den Mod auswählt. Und zum Schluss noch, wie das Ganze im Saat-Style aussieht. Auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr, sehr coole Waffe und auch sehr stark, wie ich euch gleich zeigen werde. Könnt ihr sie nämlich nochmal in Benutzung sehen. Jetzt zeige ich euch nur noch, wie es mit brennenden Kugeln aussehen würde. Das verändert das Ganze wieder unwesentlich. Ich demonstriere euch das Ganze an der Heimat der Waffe, und zwar in Yorm. Und da könnt ihr sehen, die Gegner fallen ziemlich schnell um. Das ist ein kontinuierlicher Strahlenschaden, ziemlich gut bei vielen Gegnerwellen. Deswegen sammle ich hier mal kurz die Gegner. Und dann könnt ihr sehen, wie schnell dieses Gewehr die Gegner einfach umreißt. Eine meiner Lieblingswaffen. Nicht die beste Waffe im Spiel, aber trotzdem eine sehr, sehr, sehr gute. Wenn ich sie früher im Spiel gefunden hätte, hätte ich sie auch länger benutzt. Aber dafür ist das Video ja da, damit ihr sie viel früher finden könnt als ich, sofern ihr den Dungeon habt. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch wie immer sehr gefallen und weitergeholfen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und mich abonniert. Auch in die restlichen Tipps und Tricks-Videos von mir reinschaut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.